Ja, genau. Schmeiß mich mit Schneebällen ab, das wird dir bestimmt helfen. Ja, ich finde den B-Hop doch besser. Ist sehr viel nicer. Ah, ja, genau. War sehr schwer auf jeden Fall hier. Da muss ich auf jeden Fall noch viel auf mein Leben achten und so. Yo Leute und herzlich willkommen zu einem Video hier auf CheatMine. Einem, ja, Intave-Server mit einer schlechteren Config habe ich ja schon mal drauf gespielt in anderen Videos. Aber wir spielen heute mit dem neuen Speed-Mode, mit dem Low-Hop, der ziemlich nice ist. Und auf CheatMine funktioniert er halt nochmal ein bisschen besser, einfach aus dem Grund, weil man halt hier weniger geflaggt wird. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so gut ist hier für Half-Slaps, weil er halt diese Low-Hops macht. Aber man muss ja auf jeden Fall immer in die Mitte rushen, weil man sonst nicht so gutes Equipment hat auf dem Server. Ist ein bisschen ordentlich hier alles, aber dafür hat man hier umso mehr Spaß als Cheater. Einfach weil halt eine relativ simple Intave-Config drauf ist, man hier sehr gut towern kann und speeden kann und so weiter und so fort. Das ist halt alles sehr entspannt. Und hier kann man den Speed dann halt auch nochmal in einem richtigen Game-Mode zeigen, weil ich bin ganz ehrlich, mit Ryo spiele ich ungern Gomme Skywars. Da benutze ich dann doch lieber einen anderen Client, keine Ahnung. Aber ich hoffe, die Gomme 1 gegen 1 Videos haben euch auch gereicht, um euch zu zeigen, dass es auch schön auf Gomme funktioniert. Weil ich finde, das hat sehr, sehr gut funktioniert gegen Legits. Also gegen Cheetah. Finde ich, hat man jetzt nicht den Vorteil, gerade wenn der Gegner ein gutes W-Tap hat, weil dann bringt er einen zum Flaken. Wir haben da einen Kill gemacht, Aber gut, auf jeden Fall, sehr, sehr gut. Dann kann ich auch nochmal den Tower zeigen. Das ist wie gesagt nicht so schnell wie ein Icarus, aber... das ist trotzdem Tower und der trollt mich doch. Der trollt mich aber heftig. Aber ist in Ordnung, weil, naja, gut. Wir machen das einfach kurz so, so und so. Und dann sind wir da ganz schnell bei ihm oben gleich. Das ist gar kein Problem. Ja, vielen Dank für die Eier. Mhm. Das wird mich bestimmt daran hindern, dich zu töten. Tschüss. Digga. Und irgendwie, gerade bei Angeln und sowas, liebe ich diesen Speed einfach. Oder diese zwei Speed-Modes, weil irgendwie, die können das halt nicht mehr so gut ausgleichen. Und der versucht ja auch mit seiner Angel Leute gerade rennen, sich ranzuziehen. Das ist auf dem Server sehr, sehr beliebt. Und ich hasse es. Tower zu schnell, sorry. Junge, die armen Degen jetzt wirklich. Das ist schon frech, muss ich sagen. Das ist ein bisschen zu frech sogar. Da macht man halt auch easy 9 Kills auf Intave. Bestes Anti-Cheat und so. Eigentlich kann man hier auf dem Server doch locker den 2-Block-Step dauerhaft anlassen. Der sollte dann eigentlich nicht flaggen. Und sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. So, da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Wir testen das mit dem Speed gleich direkt aus, nachdem ich in der Mitte war. Weil so ein paar Sachen zum Angreifen bräuchte ich halt schon. Und die sind alle viel schneller als ich in der Mitte. Warum ist mein Inf-Manager so langsam eingestellt? Ich scheiß Patrick ins Gesicht. Das flaggt halt nicht, den schneller einzustellen. Oh Gott. Ja, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ah, okay, perfekt. Jetzt müssen wir nur schnell hier nach unten und den Typen hier töten. Weil der darf die Kisten nicht bekommen. Dann haben wir gutes Equipment. Dann läuft. So, sehr, sehr schön. Weil wenn andere Leute gutes Equipment haben, ist auch als Cheater schwer, wenn man so ein Sharpness 3 Schwert in die Fresse bekommt, dann ist es meistens nicht so angenehm. Aber so ist es halt schon angenehm, muss ich sagen. Ach ja, hier den Step, okay. Sagst du, auf Gomme darf ich das, aber hier auf dem Server darf ich das nicht. Nochmal ausprobieren. Nee, auf dem Server darf ich das einfach nicht. Krank. Okay. Oh, da ist ja jemand. Mom. Wie sie einfach auf den anderen geaimt hat. Durch die Wand. Nice. Nice, Patrick. Das gibt eine Anzeige. Lol. Das war auch schon wieder viel zu einfach. Irgendwie aus allen Seiten auf mich geschossen wird. Scheint mir sehr, sehr nett von denen auf jeden Fall. Tschüss. Ach ja, hallo. Und der hätte mich einmal fast mit seiner Angel abgefuckt. Ist nicht nett. Ja, danke, danke Intave. Guck mal, wie viel Schaden ich davon auch genommen habe. Nur, weil ich in fucking Block gestuckt bin, weil das Anti-Cheat scheiße ist.
Klassiker, wirklich Klassiker. So, Inf Manager kann man hier ganz runter machen. Die Config werde ich mir auch erstmal abspeichern. Config save cheat main. Dann bekommt ihr auch eine bessere Online-Config direkt nochmal. Ist doch wunderschön. Und ja, genau. Der Typ hat richtig Bock mit seiner Angel. Aber wirklich richtig heftig. Einfach kurz Scaffold dazu anhaben. Ja, alles klar. Einfach kurz hier hochtauern. Und moin. Einfach um ihn rum behoppen. Wie zum Fick lebt der Typ noch? Kann mir das irgendjemand logisch erklären, wie dieser Typ noch am Leben ist? Ich verstehe es persönlich halt nicht. Das Mitte-Equipment wird übrigens immer besser. Sollte man hier an dem Schwert sehen. Ist halt gar nicht dumm oder so. Dass man hier irgendwann mit einem Full-Dia dann rumläuft. Nein, das ist nicht dumm. Das ist ganz normal. Aus dem Grund, weil das ganz normal ist, gehen wir jetzt auch zu dem. Töten den jetzt endlich mal. Sollte auch endlich mal Zeit sein, dass der stirbt. Haust du rein jetzt. Als ob er schon wieder im Wasser gelandet ist. Ich pack es langsam nicht mehr. Ich vercrafte es nicht mehr. Wirklich nicht. Haust rein. Endlich. Dankeschön. Ich glaube, ich finde den anderen Speed Mode ja besser für Cheat Mine. Deshalb lasse ich den jetzt einfach mal in der Config drin. Ich denke mal, das ist ganz gut so. Und ja. Gehen wir direkt erstmal hier in die Mitte mit dem B-Hop. Ich weiß nicht, ich glaube, der Low-Hop ist schneller. Ich glaube, der Low-Hop wird schneller sein. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Nicht 100% überzeugt. Ah, schön, so schnell einen Infinager zu haben in der Config. So, macht das mein Teammate. Ich liebe es. Ja, genau. Schmeiß mich mit Schneebällen ab, das wird dir bestimmt helfen. Ja, ich finde den B-Hop doch besser. Ist sehr viel nicer. Ah, ja, genau. War sehr schwer auf jeden Fall hier. Da muss ich auf jeden Fall noch viel auf mein Leben achten und so. Irgendwie ist das dumm. Ah, ja, nice. Nice Invisible Potion. Hat dir viel gebracht an der Stelle. Dieser Inf Manager, wirklich geil. Alter, die armen Legit-Spieler. Oh Mann. Ja, Intafe ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Und so sieht es halt auch auf Gamma aus, wenn man mehr Stunden hat. Also es ist nichts anderes eigentlich hier auf Cheatmine. Das ist das Allerschönste daran. Jo, Sharpness 4 Stick. Alles klar, Digga. Frage, was macht mehr Schaden? Egal, einfach tauern. Irgendwie die armen Spieler, wirklich. Das ist nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Okay, perfekt. Ich habe Enderperlen bekommen, weil ich hatte nicht so sonderlich Lust, mit meinen Low-Blöcken hier rumzukrüppeln noch. Ich hoffe mal, die landet auch. Weil ich habe jetzt nicht so gut gecheckt, ob die landet, aber passt ja. Ah, vielleicht finde ich den Low-Hop doch besser. Ich weiß es echt nicht. Oh Mann. Ja, genau. Doch, der Low-Hop ist nicer. Ich glaube, ich werde die Config mit dem Low-Hop abspeichern. Mache ich einfach jetzt auch nochmal, bevor ich es vergesse. Lol. Ah, Aura vielleicht ausmachen, so. Wunderschön. Und dann können wir zu den letzten zwei rübergehen. Ich hoffe, das sind die letzten zwei. Ah, das ist mein Teammate. Cool. Dann sind das definitiv nicht die letzten zwei. Aber eine davon. Ah, da ist der letzte. Geisterkrank. Let's go. Moin. Ja, war spannend auf jeden Fall. So, da sind wir auch schon in der letzten Runde. Und ich hasse das Cheat, mein Start-Equipment, aber liebe dafür das Mitte-Equipment. Also es ist eigentlich so ein Fluch und ein Segen.
Also wenn du nicht in der Mitte bist, bist du eigentlich tot. Das ist eigentlich total scheiße, aber egal. Ich find's cool. Das ist mein Teammate, okay. Dann darf der leben, I guess. Und der aber nicht. Oh Gott, der TNT geplaced. Da sieht man auch mal die TNT-Visuals, geisterkrank. Hab ich noch nie gezeigt, noch nie gesehen. Aber jetzt haben wir das dann auch mal gesehen, das ist doch wunderschön. Okay. Mein Teammate macht einfach Arbeit. Das habe ich auch noch nie auf Cheatmine erlebt. Das ist Geist. Das ist wirklich sehr, sehr geisterkrank. Okay, ich kann mich nicht entscheiden, wohin. Ich gehe jetzt einfach hier rüber. Alter. Er spielt mit seiner Angel. Oh Mann. Okay. Hab ja noch genug Blöcke, dann passt das. Und dann kann ich... Oh ja, den schön hier mit der Angel vor allen Dingen töten. Das ist doch wunderschön. Oh ja, alles meins. Alles meins. die Blöcke reichen ja. Ja, gerade so noch. Perfekt. Der kommt eh in die Mitte. Kann ich hier auch in die Mitte gehen. Oh, da sind zwei in der Mitte. Perfekt. Kann ich ja hier hochtauern. Das war ja gar nicht ordentlich von der Move Correction oder so. Nein. Überhaupt nicht. Ach Junge, was macht der denn hier? Junge. Ja, Mann. Richtig cooler Typ bist du. Oh Mann, Alter. Mal, da benutze ich einfach kurz den Tower. Guten Tag. Man sieht, es ist sehr, sehr schwer hier auf Intave zu gewinnen mit so einem Speed und einem Step und einem Inf-Manager, Insta, Tower und ach, keine Ahnung. Kauft euch die Rio Beta, lohnt sich sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Livestream. Ciao, ciao.